Also es gibt schon eigentlich ein paar Dinge, die man machen könnte. Jetzt bin ich wieder gestorben. Es gibt auch, ja, es gibt, also was natürlich, wie gesagt, gibt, sind sehr, sehr viele Schalter, die man da einfügen könnte, theoretisch. Weil man dadurch halt bestimmte Dinge triggert dann. Hi, Schmeißt du den kein. Feuerregen nicht raus? Hast Warum du was nicht? zu essen für mich? Warum Da es nicht ja wie mal? Besuch bin, fände ich es toll, wenn ich was geben würde. Das gehört sich so. Jetzt haben wir meine Freundin Corinne, die hätten wir echt gerne. Lol. Also ich hätte hier noch eine Pizzatasche. Von heute Morgen. Ich hätte noch so eine Art Bolognese. Sowas habe ich gern noch. Ja, klar, ohne Straven, ohne M, das ist schon sehr nervig, klar. Natürlich, was hier natürlich auch, Leute, nicht erlaubt ist, man darf nicht seine Animation canceln, bevor man irgendwo runterfliegt. Ich darf ganz kurz so nach links laufen, aber zum Beispiel mit M darf ich nicht canceln, weil das ist dann halt, das ist verboten. Man darf halt seine Fallanimation nicht abbrechen im Prinzip. Ne? Genau, so wie gesagt, ja, es gibt da eigentlich noch ein bisschen was, was man machen könnte, aber ich finde persönlich, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Ne? Es muss nicht so viel sein, aber man kann es machen auf jeden Fall. Zum Beispiel jeden Schalter kann man theoretisch einen Trigger geben, wo es splittet. Und ja, jeder entscheidet es im Prinzip dann selber. Ey, ich wäre jetzt wieder gestorben. Jetzt auch nicht schlimm, dass sie mich hitten. Die haben mich halt nur ein bisschen geblockt. So, das ist jetzt auch so eine Stelle, die ich ein bisschen nicht mag, so. Ah, ich hab's geschafft. Nein, nein, nein. Ah, okay. Springt sehr spät. Ja, ich bin mich jetzt, ich will jetzt nicht stolpern oder so, weißt du. Ich will ein bisschen sicherer spielen. Ja. So, wir haben auf jeden Fall mal unser Stuff eingesammelt. Was ich jetzt eingesammelt habe, ist ein Fell und ein Bogen. Den Bogen brauche ich später, weil ich muss da ein paar Trigger abschießen. Und das Fell brauche ich später für einen kleinen Trick, den ich euch zeigen werde. Das ist eigentlich ganz cool. Zudem auf den Felsklettern und über die Schräge springen. Okay. Okay, muss ich mir mal anschauen. Ich habe mir halt dein Run angeschaut, ne? Ich weiß halt nicht, was es noch anderes gibt, so. So, Leute, und hier sind wir jetzt wieder im altbekannten Orkstadt vor dem Schläfertempel. Das kommt euch wahrscheinlich allen bekannt vor, für die, die Gothic nicht kennen. Oder Gothic kennen natürlich. Weil hier lande ich immer bei meinem Katapult. Also, ihr müsst euch vorstellen, nach 4 Minuten sind wir erst hier. Bei einem Katapult wären wir mit halbe Minute hier oder so, ne? Ah, okay. Also ich speichere mal, weil jetzt nochmal Re zu starten wäre sehr ärgerlich. Bei 4 Minuten wäre ich jetzt schon beim zweiten Ork oder so. Nord of Bounds eigentlich. Oh Scheiße, speichern lieber. Natürlich war das nicht so optimal, es in der Luft zu machen, aber sicher ist sicher. Ach du Scheiße. Der stand so beschissen gerade, ey. Junge. Alter. So, und jetzt kommt eine Hassstelle, Leute. Das ist sehr, sehr nervig.
Das erste ist, wir müssen versuchen, hier hochzukommen. Scheiße, er will nicht springen. Er will nicht springen. Warum will er nicht springen? Jetzt will er springen. Und das war richtig schlecht. Na, fuck. Ich muss im Prinzip in dieser Schräge versuchen, da hochzuklettern. Und das ist halt die Schwierigkeit hierbei. Sehr, sehr schwer. Ich bin auch viel zu weit unten, merke ich gerade. Also irgendwas passt hier gerade gar nicht. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen weiter links. Ja, das sieht schon besser aus. So will ich ungefähr landen. Aber, jawohl, ich hab's. So, und dann müssen wir da durch. Und das ist auch ein Scheiß. Weil da muss hier runter landen und überleben. Und wir haben es überlebt. Cool. Hey. Nice. Das war ja auf Lock. Fünf Minuten 37 Tempeleintritt. Da sind wir auf dem Weg zum vierten Organ out of bounds, ne? Das müsst ihr euch mal in der Zunge zergehen lassen. So. Nicht in der Truhe, sondern in den Raum, wo man reingeht bei den zwei Mollerrats. So, dieser eine scheiß Skelett da, der könnte sehr, sehr nervig werden. Weil der könnte uns töten. Deswegen versuchen wir mal, alle mal hierher zu bringen. Sind alle hier? Ja. Weil ich möchte, dass sie so weit weg wie möglich von mir sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Wir werden es gleich sehen. Weil hier kommt gleich so eine richtig Kack-Scheiße. Also hier kommt gleich so eine Ladesequenz. Und in der Ladesequenz könnten die mich töten. Zack. Zack, 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 zack. Alles droppen, was wir nicht brauchen. Kann ich jetzt eigentlich schon mal machen. Das brauche ich hier nämlich alles gar nicht. So. Jetzt können wir speichern, laden. Weil wir können in dieser Sequenz nicht speichern, laden auch. Das geht gar nicht. Sonst funktioniert das nicht. Da will man halt erreichen, dass man bei dieser Sequenz keine Skelette neben sich hat. Sonst wird es sehr nervig. Und die Skelette dürfen jetzt hier auch nicht mitkommen. Damit du es einfach dann einfacher hast für dich. Zack. Zack. Den Priester holst du hier, den Tempelwächter holst du hier raus, damit du hier auch eigentlich deine Ruhe hast, weil hier kommt auch noch mal eine Kamerasequenz. So. Sicher ist sicher. Und das ist auch ein bisschen so eine nervige Stelle hier. Hier verkacke ich mal ganz gern die Sprünge. Ah, jetzt habe ich es geschafft, ohne Probleme. So, und jetzt machen wir den ersten Orkpriester. Oh Scheiße, das war sehr, sehr knapp. Okay. Das, was wir hier machen, ist, wir gehen nach links. Weil. Okay, nice. Das haben wir nicht verkackt. Wir müssen hier einmal den hier machen. Damit er reinläuft. So.
Zack. Jetzt müssen wir hier zwei Truhen looten und die Tür wieder aufmachen. Das war sehr langsamer Loot. Was auch wichtig ist, Leute, wir müssen von allen Orks am besten die Schabernacks mitnehmen. Warum? Werdet ihr später sehen. Ihr werdet sehen, was wir mit dem Fell und mit den Schabernack vorhaben, Alter. Beruhig dich mal. No! Oh mein Gott. Digga, was macht der? So, ich reset mal die Orks. Nicht, dass sie mitkommen. Okay. One Straven is Major Glitch. Kappa. Klar. Es ist nicht so gewollt. Alter! Ja, okay. Das war richtig scheiße. So, und jetzt machen wir den zweiten Priester, Leute. Und den macht man eigentlich fast genauso wie beim Lord of Bounce. Nur, wir dürfen ja gar nicht in der Luft straven oder die Orks mit diesem Trick, dass man die skippen. Deswegen, es gibt eine Risky Strat, wo du auf dem Scheiter drauf musst. Die mache ich aber nicht, da ich ja nicht auf Weltrekord gehe oder so. Deswegen mache ich die Safe Strat, dass ich mit ihm hier rede und dass alle Skelette einfach auf ihn gehen und ja... Eigentlich relativ simpel. Hallo? So. Speicher mal lieber. Und dann müssen wir hier ein Management machen. Ähnliches Management wie bei Lord of Bounce. Nein, der darf jetzt nicht hierher kommen. Bitte nicht. Okay. Das ist hier gerade sehr kritisch. Okay, alles gut. Komm, schlag gut drauf. Please. Please. Hallo. Oh, oh, oh. So. Nicht so ein schneller Kill, aber war okay. So, und jetzt machen wir den dritten Ork-Priester. Also eigentlich so ähnliche Reihenfolge wie in Lord of Bounce. Nur ein bisschen anders natürlich. Und ich verwandle mich hier drinnen, weil ich denke, es ist schneller, als mit einem Wolf sich früher zu verwandeln. Aber ich habe es mir nicht angeguckt oder so. Ich weiß es nicht. Ich denk's nur. Hier macht man 1:1 das gleiche wie in Lord of Bounce. Man kann es risky oder so machen. Nice. Na. Ich hab's verkackt. Das gibt's doch nicht. Der war viel zu weit links. Der Wolf ist schneller als der Held. Auch beim Springen, oder wie? Das müssen wir mal messen, auf jeden Fall. Ey, wehe, ich bin wieder zu weit links. Es sah gerade wieder so aus. Als ob ich jetzt beim dritten Orkpriester so viel verkacke. Ah, nee, alles gut. So, und hier trinke ich dann auch direkt den Mana-Trank, weil ich habe den letztes Mal vergessen. Weil den Wolf werden wir nochmal benötigen. Aber ich glaube, ich habe den Stab vergessen. Aber es ist, spielt keine Rolle, ob du jetzt 1, 2 oder 3 Stäbe hast. Aber es ist besser, dass du 3 hast. Damit du nicht wieder speichern laden musst. Ihr werdet auch sehen, warum. Nice. Du stimmst die Stäbe nicht. Ich weiß, manchmal vergesse ich die. Manchmal vergesse ich die noch. Ich weiß nicht, warum.
Ist aber nicht schlimm. Muss man. Also es ist wirklich nicht schlimm unbedingt. Oh mein Gott. Hat er jetzt. No. Ja, genau, es ist blöd, sich umzugewöhnen. So. Und hier ziehen wir das jetzt aus. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Fackeln weg. Erstmal Wolfsfell, ne? Ich bugge. Okay, alles gut. Ja, das ist eine Stelle. Ja, die Minecrawler nerven schon ein bisschen, ja. Ja. Ich darf jetzt nicht speichern laden, Leute. Weil sonst tue ich eine Filmsequenz triggern und ich bleibe wie eine Statue stehen. Und das ist, was ich nicht erreichen will. Weil ich kann die Sequenz skippen, wenn ich nicht Speicher lade zwischen der einen und der anderen Filmsequenz im Prinzip. Guckt, wie ihr seht, könnte ich jetzt mich frei bewegen. Okay, die gehen, glaube ich, auf dem Ork drauf. Keine Zaubereien in Speicher meiner mal Nähe. trotzdem im Notfall. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich stehe. Fuck. Oh mein Gott. Alter, ich hab grad richtig Glück, ne? Lass dich hier nicht mehr blicken. Ich hatte gerade extrem Glück. So, Leute, und jetzt kommt einer meiner Hassstellen. Ja. Ach, es bringt gar nichts zu speichern. Ah, okay. Okay. Danke für den Tipp, Blackie. So, Leute, jetzt kommt eine Stelle. Also, was wir jetzt machen. Wir droppen hier das Wolfsfell, okay? Und dann gehen wir ein bisschen weiter. Und dann hier droppen wir die Zauberstäbe. Warum? Weil wir möchten hier rüberspringen. Ja. Ah, scheiße. Aber ich sollte auch mal wirklich so ein Safe machen. Ich hab's. Ich hab's. What the fuck? Alter, war das nicht geil, Leute? War das nicht geil? Ha? Krass, ne? Okay, weg, 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 weg. What? So, Leute, und jetzt seht ihr dieses Feld hier? Jetzt fast erdacht, ne? Ich speichere hier auch nochmal, weil manchmal bin ich hier runtergeflogen. Leute, das ist krass, wie schnell ich das hier gerade geschafft habe, ey. Ach man, hätte dieser dritte Ork nicht so reingeschissen. Danke, Blackie. Vielen Dank. Ich bin gerade selber beeindruckt von dieser Leistung. Aber der Run hatte noch viele zu viele Fehler. Bis jetzt. Beziehungsweise Fails. Du nervst mich bitte nicht, Alter. Der hat mich schon dreimal gehittet in meinen Practice Runs. Dieser Spasten. So. Keine Sorge, hier sterbe ich nicht. Hier einmal hoch. Hier laufe ich ein bisschen nach vorne, nicht dass ich runterfliege. So. Und hier geht's runter. Weil hiermit tun wir das nächste Tor triggern. Schaffst du das Laufen in der Videosequenz im Wasser? Wie meinst du? Vom Schalter zum Gitter. Nee. Zumindest wusste ich da gar nicht, dass man da laufen kann. Ich dachte, man muss hier auch warten.
Oder was meinst du gerade? Ich bin mir sehr unsicher. Also, wo ich diesen Schalter immer geskippt habe, habe ich mich komplett gesoftlockt und musste speichern laden einmal. Hier mache ich ein paar Ninja-Tritte, damit ich hier sehr schön rauskomme aus dieser Stelle. Mein Lavasee-Priester. Lavasee-Priester. Du meinst... Ich guck... Gucken wir mal später. Ich bin mir gerade so unsicher, was du meinst. Ich möchte den Run jetzt hier nicht noch mit Fehler verkacken noch. Weil eigentlich hier können nicht mehr so krasse Fehler passieren. Außer also ich stolper natürlich in den Boden rein und fliege out of bounds. Das kann natürlich auch passieren. Lass dich hier nicht mehr blicken! Bitte hol dein Schwert raus. Danke. Lass dich hier nicht mehr blicken! Nice. Wenn du danach nicht speichern lässt, kannst du hier im Wasser laufen. Du musst es mir mal, ich muss es mir mal anschauen. Okay. No way! Fuck off, Motherfucker! What the fuck? Wo kommt der her? Wo kommt der her? Junge, nein. 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 Das darf nicht wahr sein. Wo kommt dieser Hurensohn her? Ja, geh doch! Geh doch! Okay, alles gut. Jetzt ist alles safe. Lass dich hier nicht mehr blicken! Was war das gerade, Alter? Okay, Leute. Wir müssen nicht mehr viel machen. So. Belecki, wait a minute, okay? Immer mit der Ruhe. Natürlich verkacke ich jetzt komplett. What? Noch einmal und du bist... Noch einmal. Belecki, ich habe Speichern laden gemacht. Wahrscheinlich deswegen, kann das sein? Oder keine Ahnung. Es ist mir noch nie passiert. Im Practice ist es nicht passiert. Ich glaube, das war gerade wegen diesen Speichern laden, was ich gemacht habe. Ach, scheiße. Ah, fuck. Hab doch noch nie gespeichert. Ja, deswegen wahrscheinlich. Ich bin mir gerade viel zu sicher. Weißt du, was ich meine? Ich bin zu sicher gerade. Aber keine Ahnung, wie er das gerade hinbekommen hat, ey. Ich hasse diese Templer, ohne Witz. Man kann es, wenn man sich genug geschickt anstellt, hier, diese Sprünge ohne diesen Stolper hinbekommen. So wie jetzt. Lass dich hier nicht mehr Wahrscheinlich blicken. Muss man minimal schräg dann einfach rennen. So. Und jetzt kommt gleich ein cooler Trick, finde ich tatsächlich. Nämlich, wir verwandeln hier uns als Wolf. Und dann gehen wir hier runter. Der redet mit uns. Muss so schnell wie möglich nach da hinten rennen. So. Weil jetzt ist Korkalom auf den Voll fokussiert. So, zwei Schalter kann ich machen. Beim dritten Speicher lade ich einmal, weil die Dämonen sind natürlich sauer auf mich. Ich habe ja keinen Trigger oder so Skip gemacht.
Nice, Alter! Geil! Nach. Ich habe meinen zweiten Run mit einer krassen PB durchbekommen. Krass. 24:33. Ich habe easy Black Secret geschlagen. Bin Platz 4. Danke, Leute.